früh morgens. Die Sonne geht gerade auf und ich bin hier im Kahlenberger Land. Seht ihr hier diese Vertiefung? Das ist ein alter Wassergraben von der ehemaligen Burganlage Kahlenberg. Und ich bin hier ja direkt an der Leine, die fließt da vorne lang. Und da ganz im Hintergrund, ich habe es im Video mal markiert, das ist der Marienberg mit dem Schloss Marienburg. Ja, und ich bin hier an der ehemaligen Kahlenberger Burg, eine von Wasser umgebene Burg, die 1292 entstanden ist. Und ihre Schaffenszeit ging bis ungefähr 1692, also glatt 400 Jahre. Ja, und auf das Gelände, da will ich mich heute mal drauf wagen. Und wenn wir dann hier lang gehen, entlang des mittlerweile natürlich trockengelegten Burggrabens, dann kommen wir hier zu der ersten alten Brücke, die auch damals in das Schloss geführt hat. Und diese alte Brücke, die muss man sich auch noch mal von unten anschauen. Ich gehe mal hier runter. Ja, schaut es euch an. Hier schon gleich das erste alte Relikt dieser strategisch wichtigen Burganlage bei Lauenstadt. Hier kann man es noch schön sehen. Diese Brücke wurde nicht gleich am Anfang erbaut. Die ist, glaube ich, ein bisschen später entstanden. Ich weiß jetzt aber nicht die genaue Zeit. Ja, und dann wollen wir mal raufgehen aufs Burggelände. Denn diese Anlage hier hat einiges zu erzählen. Und das werde ich euch berichten, wenn wir da jetzt mal draufgehen. Hier am Zugang zu dem eigentlichen Gelände eine schöne Infotafel, die noch ein wenig ja, über die Geschichte dieser Anlage erzählt. Und das ist ja das Spannende hier an den alten Gemäuern, die wir dann hier finden werden. Nicht so schön? Vorsicht, Zecken. Hier ein Hinweisschild. Hier gibt es wirklich noch und nöcher diese fiesen kleinen Teile. Da muss man sich wirklich überlegen, ob man sich das hier mit dem Gelände antun will. Sehr interessant und auch sehr wichtig. Wir haben hier private Wohnbereiche. Hier seht ihr im Hintergrund eins. Und hier natürlich alles in Privatbesitz. Hier drüben haben wir verschiedene Wohngebäude, wo man dann auch ein bisschen darauf achten muss, dass man die Leute, die hier wohnen, nicht stört. Unabhängig davon, dass das Gelände jetzt hier sehr wild verwuchert ist und damit natürlich auch Rückzugsgebiet ist für die Flora und Fauna, insbesondere die Fauna, die hier in dem Bereich sicherlich dann auch ein schönes Refugium gefunden hat. Wir haben hier übrigens das Gebiet und die Kellergewölbe, die sind gesperrt, gerade in der Zeit, ich glaube von Oktober bis Ende März oder Ende April, weil dort Fledermäuse brüten. Und in dieser Zeit sollte dieses Gelände hier sicherlich auch nicht betreten werden. Himmelfahrt, ihr seht es hier schon, die Wiese ist gemäht, Himmelfahrt steht vor der Tür. Hier in diesem Bereich findet dann auch immer ein Gottesdienst statt, wenn das Wetter mitspielt. Und hier auch in diesem Bereich war mal ein altes Gebäude auf diesem Gelände, aber dann aus späterer Zeit, also nicht zur Gründungszeit der Burganlage, sondern dann später hier drauf gekommen. Und das ist jetzt auch ein Markenzeichen, wenn wir uns jetzt mal aufs Gelände begeben. Wir haben hier ja die Entstehungszeit der Burg Kahlenberg 1292 vermutet man. Und dann wurde sie 1692 geschleift, also abgetragen. Und das war so die Hauptwirkungszeit dieser Burganlage. Und danach haben wir hier verschiedenste neuere Bauten auf dem Gelände gehabt. So war hier bis 1980 ein Wohnhaus und auf dem Gelände der Burganlage war ebenfalls bis 1981 über den entsprechenden Resten der Keller hier Gebäude, was dann abgerissen wurde. Und dann wurde in den 90er Jahren dieser Bereich hier so ein bisschen ja, zurück in den ursprünglichen Zustand versetzt, sodass hier Moderne auf Geschichte trifft sozusagen. Ja, wir gehen jetzt mal rein und wir müssten hier in diesem Bereich auch gleich auf den ehemaligen Geschützturm kommen, der in späterer Zeit hier beim Ausbau der Burganlage ja ein wesentliches Merkmal dieser Anlage ist. Da gehen wir jetzt erstmal hin und dann schauen wir mal, was uns hier auf diesem doch spannenden Gelände so alles erwartet. 1292
hatten wir hier eine Turmhügelburg, dreistöckig vermutet man. Und diese Turmhügelburg, auch Motte genannt, meine ich, die hatte hier eine strategische Bedeutung. Denn in diese Richtung war das Gebiet der Welfen und Richtung Osten, da liegt ja Hildesheim, da hatten wir dann schon das Einflussgebiet des Bischofs von Hildesheim, des Hildesheimer Bistums. Und zwischen den Welfen und dem Bischof gab es immer wieder Scharmützel, so will ich es mal nennen, und entsprechend Landstreitigkeiten, sodass diese Burg hier, diese Calmberger Burg, eine höchst strategische Bedeutung hatte. Hier führte ein Handelsweg lang, der Richtung Hildesheim führte, und deswegen war hier anfangs diese Festung erbaut worden. Hier war sogar in späterer Zeit eine Mühle mit integriert und eine Zollstation, die nochmal deutlich macht, dass hier diese Anlage von höchster strategischer Bedeutung war. Über die Jahrhunderte, will ich es mal so nennen, wurde diese Anlage hier immer weiter ausgebaut. Es wurde sogar noch der Graben entsprechend vertieft, später wieder zugeschüttet bei Baumaßnahmen. Denn wir haben natürlich die Weiterentwicklung bei den Auseinandersetzungen. Während früher vielleicht mit Lanzen und Schwertern gekämpft wurde, haben wir dann schon ein paar Jahrhunderte später kleinere Feuerwaffen, später dann entsprechende Geschütze, die zum Einsatz kamen, wenn man irgendwo sich mit anderen Menschen auseinandergesetzt hat. Und beim 30-jährigen Krieg gab es ja dann schon feste Geschütztürme. Und diese Burg hier, diese Burganlage, die hat auch den 30-jährigen Krieg mitgemacht. Hier gab es eine dreiwöchige Belagerung von Tilly. Und dementsprechend musste diese Burg über die Jahrhunderte, seit 1292, entsprechend weiter ausgebaut und verstärkt werden. Das werden wir sehen. 1692, also genau 400 Jahre später, der 30-jährige Krieg war vorbei. Da war diese Burg hier den entsprechenden Feuerwaffen, die eingesetzt werden konnten bei Auseinandersetzungen, nicht mehr gewachsen. Und dementsprechend wurde sie aufgegeben. Sie wurde aber nicht nur aufgegeben, sondern ganz bewusst geschleift. Denn sie stellte auch ein Sicherheitsrisiko dar, dass zum Beispiel feindliche Truppen sich hier festsetzen und dann eine große Bedrohung für das Gebiet der Welfen ist, wenn sie hier erstmal eine strategisch wichtige Position eingenommen haben. Deswegen wurde diese Burg geschleift und das Material, was hier dann aus dieser Anlage entnommen wurde, das wurde dann hier im nördlichen Bereich, da wurde dann ein Gefängnis gebaut, für was auch immer. Jedenfalls hatten wir hier dann eine Gefängnisanlage, die dann aber noch vorm Zweiten Weltkrieg komplett abgebaut wurde. Wir haben dann hier sogar auf dem Gelände, ich hatte es ja anfangs gesagt, neuere Gehöfte, die dann aber auch abgerissen werden mussten in den 80er Jahren. Also dementsprechend werden wir hier viele Bereiche sehen, die auch von Einfluss neuerer Bauart gezeichnet sind. Und hier dieser Geschützturm, der wurde in späterer Phase zu der Anlage hinzugefügt. Und hier im unteren Bereich, dieser gemauerte Bereich, da kann man ganz klar sagen, das ist nochmal von neuerer Art und Weise. Der ist sicherlich nicht damals entstanden, aber um diesen Turm hier vor Einsturz zu sichern, wurde der hier unten nochmal entsprechend professionell gemauert sozusagen. Ja, hier einer der Geschütztürme. Die Anlage hatte hier, glaube ich, 17 Geschütze und war damit extrem gut gesichert. Und hier auf diesem Geschützturm, der ist ja Richtung Westen ausgerichtet. Der wirkt natürlich echt brachial, wenn man jetzt hier reingeht in diese Anlage. Ja, sehr schön. Ich will mal gucken, was sich obendrauf noch befindet. Aber ich denke mal, viel mehr wird hier nicht zu sehen sein. Und dann wollen wir mal tiefer ins Gelände. Bisher hier noch zeckenfrei. Also noch bin ich nicht im hohen Gras. Also hier fühle ich mich sicher. Aber ich hoffe nicht, dass mich diese kleinen Plagegeister dann hier noch um den einen oder anderen Liter Blut bringen werden. Ja, wir gehen hier rein und gucken mal hier auch noch mal hier so eine Scharte. Sehr spannend, sehr toll. Aber ihr seht es hier, mit einem Gitter gesichert, da kommt keiner mehr rein. Ist auch gut so, denn man kann sich das von außen anschauen, aber drin, das wird nur zugemüllt. Da drin wird nur Party gemacht und entsprechend vielleicht sogar ein Feuerchen. Das darf hier auf keinen Fall sein. Ich hatte es ja gesagt, Naturschutzgebiet bzw. Rückzugsgebiet für allerlei Fauna. Und dementsprechend sind solche Bereiche hier sehr wichtig, dass sie nicht von zig Menschen heimgesucht werden. Gut, ja.
ein großer, sauberer Innenbereich. Sicherlich dadurch sauber, dass eben keiner mehr reinkommt und da Blödsinn drin machen kann. Drin Lichteinfall durch die Geschützscharten. Sehr imposant hier, gleich zu Beginn der Anlage. Ja, schönes, großes Teil. Ja, der Geschützturm jetzt von oben. Das Loch, was wir da eben in der Decke gesehen haben, da bin ich jetzt oben. Kann hier nochmal runterschauen. Durch ein Gitter geschützt. Ja, und dann sind wir hier quasi oben drauf auf dem einzigen Geschützturm. Und wir sind hier echt hoch. Schön zu erkennen, wenn hier jemand auf das Gelände der Burganlage wollte. Hier konnte Feind wie Freund gut überprüft werden. Ja, und dann geht es hier einmal um den großen Geschützturm. Und hier natürlich war früher kein Baumbewuchs. Deswegen auch Richtung Süden eine klare Sicht. Also ist schon interessant. Richtung Westen und Richtung Süden hier klare Sicht, um zu schauen, wer denn hier des Weges kommt. Ja, und hier drüben, da habe ich ja gesagt, der Berg geht hoch. Das ist ein riesiger Wall, der in den Jahrhunderten nach Entstehung aufgeschüttet werden musste, weil natürlich die Geschützwaffen hier eine echte Bedrohung für die Burganlage waren. Und dieser Wall war dann notwendig, um die Burg vor Beschuss zu schützen, damit die Kanonen in den Wall reinschießen und nicht in die Gebäude. Ja, hier ringsrum geht es steil runter, hier am Geschützturm. Sehr, sehr spannend. Ja, aber Zeckengebiet. Schnell wieder runter. Oh, ein schöner Zugang. Der Geschützturm, der Wall, der dann über die Jahrhunderte irgendwann hier aufgeschüttet wurde, um dem Lauf der Zeit gerecht zu werden. Hier wirklich ein schöner, idyllischer Zugang. Und jetzt kommen wir gleich zum Corvinius-Keller. Die Geschichte ist auch wieder interessant und hängt auch wieder mit der Kirche zusammen. Also ihr habt es vielleicht schon gemerkt, von Anfang an hier ein Konflikt zwischen dem Bistum Hildesheim und den Welfen. Sogar der Kirche ging es nur darum, ihren weltlichen Einfluss zu vergrößern. Das muss man mal ganz klar so sagen. Ländereien noch und nöcher scheffeln, um dann die Kirche immer reicher werden zu lassen. Also alles sehr weltliche Belange, um die sich die Kirche und der Bischof gekümmert hat, anstatt vielleicht so ein bisschen mehr ins Geistliche zu gehen. Irgendwann war das mit der katholischen Kirche und einigen Andersdenkenden ja auch zu einem Konflikt gekommen. Es hat sich die protestantische Ader herausgebildet um Luther. Die waren mit dem Verlauf der Kirche nicht mehr zufrieden und haben sich dann losgespaltet. Und dementsprechend hatten wir ja dann die Reformatoren, die Protestanten, und beim Augsburger Interim sollte eine Lösung gefunden werden, wie die Protestanten wieder in die Kirche, in die katholische Kirche eingegliedert werden können, damit dieser Zweig, der sich da herausgebildet hat, wieder, ja, sozusagen sich in Luft auflöst, wollen wir es mal so grob sagen. Hat natürlich der katholischen Kirche nicht gepasst, dass sich da welche abgespaltet haben und dann ihr eigenes Ding gemacht haben. So, und bei diesem Augsburger Interim wurde eine Lösung gefunden von irgendeinem katholischen Typen, der dann gesagt hat, so, ihr Protestanten könnt jetzt wieder mit rein in die katholische Kirche, das ist die super Lösung, das schlage ich euch vor und ihr nehmt das jetzt bitte auch an. Das haben aber nicht alle gemacht, unter anderem der Corvinius nicht und auch ein Pastor aus Pattensen, Heuker hat er, glaube ich, geheißen. Die haben gesagt, nee, wir erkennen dieses Augsburger Interim nicht an. Wir lassen uns das nicht vorschreiben. Wir sind weiter auf dem Reformationspfad. Wir sind Protestanten und lassen uns deswegen nicht eingliedern. Ja, und dann wurden die beiden auf diesem Gelände hier kurzerhand in Beugehaft genommen und waren hier über einen Zeitraum von 3 Jahren eingesperrt. Wurden hier aber auch verpflegt, durften Post empfangen und auch Briefe schreiben. Aber waren hier halt 3 Jahre auf der Festung Kahlenberg in Beugehaft. Und dieser Bereich hier,
Das ist der Corvinius Keller. Der soll angeblich das Gefängnis gewesen sein von dem Corvinius, von dem ich eben gerade erzählt habe. Der soll hier drin gehaust haben und durfte dann Besuch empfangen über und konnte mit denen auch reden über irgendwelche Öffnungen oder Fenster oder vielleicht auch hier an der Eingangstür. Und daher hat dieser Keller seinen Namen, der Corvinius-Keller. Also hier sieht man auch mal wieder die Kirche. Die hat es auch faustdick hinter den Ohren gehabt, um ihre weltlichen Ansprüche zu sichern, um ihr Machtgebiet zu vergrößern, wurden auch Andersdenkende schnell in Haft genommen. Und dieser Corvinius-Keller ist ein Beispiel dafür, wie das Ganze dann ausarten kann. Wir schauen mal rein, denn der steht offen und andere Kellergewölbe, die hier noch sind, die sind allerdings verschlossen. Wie gesagt, Naturschutz, so kann man es grob nennen. Und auch das Kellergewölbe, was sich hier auf dem gesamten Gebiet befindet, ist auch sehr weitläufig. Also hier soll mal, oder das Gelände, als es noch freier zugänglich war, die Kellergewölbe, die sollen so groß und verschachtelt sein, dass sich hier mal zwei Kinder verlaufen haben und von Rettungskräften hier wieder rausgeholt werden mussten. Das ist natürlich eine traurige Sache, deswegen die Kellergewölbe sind teilweise eingestürzt, gefährlich. Deswegen werden die hier mit Gittern zugemacht und meistens kommt man auch nicht mehr sehr weit. Denn wie gesagt, der Zahn der Zeit von 1292 bis jetzt sind wir ja bei ungefähr 800 Jahren. Der Zahn der Zeit, der hat hier Spuren hinterlassen und dementsprechend sind hier nur noch Teilbereiche offen oder meistens sogar verschlossen. Ja, wir gucken mal rein. Ich habe meine Lampe dabei. Im Hintergrund eins der wenigen Fenster hier im Keller. Man kann also sagen, von außen war das Ganze hier freigelegt und dort konnte vielleicht dann Corvinius mit Besuchern entsprechend reden, hier durch das Fenster. Das war ja das, was ich anfangs erwähnte. Oder hier durch die Verließtür. Ansonsten haben wir hier ja nichts weiter an Fenstern. Wir gehen gleich noch mal in den Nebenraum. Also es wird da wohl immer wieder betont, dass es dem Corvinius hier drin gar nicht so schlecht ging. Ich möchte es mal in Klammern setzen. Hier 3 Jahre eingesperrt sein, könnte doch ganz schön öde werden, weil ich glaube, Internet und so hatten die ja auch noch nicht. Also hier eins der Fenster, mittlerweile komplett dicht und von außen mit Erde verschüttet. Und dann wollen wir hier nochmal, ja im Hintergrund könnt ihr das sehen, nochmal tiefer reingehen. Jetzt bin ich schon im zweiten Raum des Corvinius-Kellers. Hier im hinteren Bereich haben wir noch eine größere Öffnung, wo dann Schutt hier eingedrungen ist und entsprechend ja, Geröll liegt. Ich vermute mal, das war hier ein Zugang von diesem neueren Gebäude, das ja dann 1981 abgerissen wurde. Und die haben den Keller hier natürlich unten mit genutzt, quasi als Keller des Gebäudes. Und von außen ist dann jetzt alles wieder mit Erde bedeckt und an die Gebäude ändert nichts mehr. Aber hier im Keller vielleicht noch so ein paar Relikte und dann ja, geht es hier aber auch schon wieder raus. Hier drin alles schön sauber und begehbar, kein Müll, sehr angenehm. Ja, so soll es bleiben. Ich gehe mal wieder raus und dann gucken wir mal von außen hier über den Corvinius-Keller. Alterwürdiges Gemäuer. Und hier führt dann auch ein Trittpfad entlang dieses doch auffälligen Gebäudebereiches. Hier ungefähr war das Fenster, was wir gerade von innen gesehen haben. Man kann es hier noch so ein bisschen erkennen. Da ist noch der Rundbogen von diesem Fenster. Und dann hatten wir ja hier in dem Bereich das neuere Gebäude. Und hier ungefähr muss dann der Einlass gewesen sein in den zweiten Kellerbereich, wo der Schutt runtergekommen ist. Aber wie ihr seht, sieht man nichts mehr oder ganz, ganz wenig. Und auch hier haben wir einen alten Kellerbereich, wo es aber keine Verbindung zu dem Corvinius-Keller gibt. Und dieser Bereich hier, der ist dann auch verrammelt und vernagelt, damit da keiner reingeht. Aber ein scheuer Blick.
der kann ruhig mal drin sein. Und da wollen wir mal reingucken hier, was sich da noch so erkennen lässt. Definitiv ein großer Keller, drin einige Stützbalken, die man noch gut erkennen kann. Sehr schön aufgeräumt. In dem Bereich macht ja, da gucken wir jetzt Richtung Norden, macht ja das Gelände einen Bogen und der Wall, der ist da hinten in dem Bereich auch noch gut zu erkennen. Aber hier kommen wir jetzt in den Bereich, wo die Zeckenwarnung eine völlig neue Bedeutung bekommt und deswegen will ich da jetzt auch nicht weiter, denn da ist jetzt auch nicht mehr viel zu entdecken. Wir gehen jetzt nochmal oben drauf auf die Überkellerung, die aber wirklich hier als fast eigenständiger Wall sehr gut zu erkennen ist. Also irgendwo gar nicht mal ein Keller, nur vielleicht 50, 60 Zentimeter tief ins Erdreich rein und dann aber doch mehr von außen gemauert gewesen. Ja, und hier waren die Gebäude neuerer Bauzeit und wir gehen jetzt hier mal hoch in, ja, alter Falter, hier oben drauf. Da unten der zweite vergitterte Zugang. Jetzt bin ich hier mal auf den Wall drauf gegangen. Hier schauen wir jetzt runter auf den Weg, den ich gerade lang gekommen bin. Der Corvinus-Eingang ist hier am Ende des Walls. Und hier oben drauf war ja das Gebäude, ich habe es jetzt ja schon mal gesagt. Wir kennen auch hier, dass es sehr eingeebnet ist und das Abrissprojekt, das hier gestartet wurde, hat volle Wirkung gezeigt. Hier oben ist jetzt alles schön zugewuchert und nichts lässt mehr erkennen, dass hier oben ein neuzeitliches Gebäude war. Ja, man muss hier wirklich aufpassen. Es ist hier sehr hoch gewachsen und die Zecken, ich höre sie schon schmatzen hier im Gebüsch. Oh, mal gucken, kann ich mich heute Abend, nee, was heißt heute Abend, wenn ich zu Hause bin, nee, am Parkplatz, da wo ich geparkt habe, werde ich mich noch nackig machen und erstmal in allen Spalten und Ritzen quasi auf Zecken untersuchen. Das ist mir völlig egal, das mache ich direkt an der Straße, damit die Sauger dort nicht, ja, eine Stelle finden, wo sie sich erstmal festsetzen können. Am besten, man fängt die Zecken ab, bevor sie sich am Körper festgesaugt haben. Ja, und das mache ich dann gleich da hinten an der Straße. Ja, oh Gott. Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Ich mache das wirklich. Oh, hier bin ich jetzt am südöstlichen Ende des brachialen Walds, der ja seine Hauptrichtung Richtung Norden hatte, aber auch Richtung Westen und hier Richtung Osten. Da im Osten, da ist ja dann Hildesheim und das Bistum Hildesheim, der Erzfeind, der hier immer die Gebiete streitig gemacht hat. Ja, ein riesiger Wall, in dessen Inneren sich ja die Anlage befand mit verschiedenen Nebengelassen. Das heißt, wenn man hier im Dickicht suchen würde, könnte man sicherlich noch das ein oder andere Fundamentstückchen finden, was darauf schließen lässt, was hier unten einst in der Burg war. Ja, der riesige Wall hier, der ist ja wie eine Umzäunung dieses Geländes, war ja auch seine Aufgabe. Und hier im Inneren hat sich jetzt ein kleiner Dschungel gebildet. Und die Gräben hier ringsum, die sind jetzt auch wieder schön zugewachsen, aber trotzdem noch gut zu erkennen. Ja, hier ging es steil runter. Hier unten verlief dann auch einer der Wassergräben. Ja, und ich will jetzt mal gucken, ob ich entlang des Walds hier wieder zurückkomme zum Ausgangspunkt, zum Geschützturm. Denn beim Geschützturm, da ging es ja auch entsprechend auf so einem kleinen Trampelpfad hoch. Und die müsste ich ja dann irgendwie wieder runterkommen können. Da hinten geht er lang. Der brachiale Wall. Soll er auch lang gehen, aber ich gehe nicht oben drauf lang. Nein, 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 nein. Ich bin kein Freund von diesem kleinen Ungeziefergetier, von dieser Plage von Zecken. Das brauche ich nicht. Und da oben ist auch alles dicht bewachsen mit mehr oder weniger hohen Sträuchern. Ja, lassen wir den Wall Wall sein. Ich gehe also auf dem Weg zurück, den ich eben hier lang gekommen bin und gehe jetzt zurück Richtung Geschützturm. Und während ich das mache, habt ihr nochmal einen scheuen Blick von oben hier auf das Gelände von der ehemaligen Burg Kahlenberg.
wenn ich mich da gleich an der Straße nackig mache, das werde ich euch natürlich cineastisch nicht zeigen. Das mache ich still und heimlich, damit ihr das Elend da nicht sehen müsst. Deswegen jetzt geht's hier zurück vorbei am Corvinius-Keller und dann am Geschützturm vorbei wieder Richtung Straße. Was heißt das? Ja, ganz klar, mein Video neigt sich dem Ende entgegen. Zeit für euch, auf meinen Kanal zu schauen, denn dort gibt es viele tolle weitere Ausflugsziele in der Region. Ganz in der Nähe, da haben wir ja das Schloss Marienburg, hier in südwestliche Richtung. Tolles Schloss, auf jeden Fall ein Ausflug wert. Und auch sonst am Marienberg allerlei Interessantes zu entdecken. Dort oben haben wir ein altes Ausflugslokal, was, glaube ich, in den 70er Jahren dort oben abgebrannt ist. Dort haben wir noch ein paar Relikte dieses Ausflugslokals. Dann haben wir diverse alte Wallanlagen. Unter anderem wurde das Schloss Marienburg in eine Wallanlage reingebaut. Und Hügelgräber, alles, was das Herz begehrt. Deswegen das Video vom Schloss Marienberg, das habe ich hier gleich nochmal verlinkt für euch, falls ihr euch dann hier den Berg nicht entgehen lassen wollt. Ansonsten haben wir weiter Richtung Westen den Sündel und den Deister, auch viel, viel zu entdecken. Gerade der Sündel ist mega mystisch und geprägt von der sächsischen Zeit. Wir haben dort alte Kultstätten mit dem Hohenstein, aber auch alte Waldanlagen, wie zum Beispiel die Amelungsburg. Sehr, sehr spannend. Das Video von meiner mystischen Sündeltour habe ich euch hier gleich nochmal verlinkt. Vom Deister, da wollen wir mal jetzt schweigen, denn der ist ja geradezu voll mit diesen alten Wallanlagen. Und ja gut, weil wir gerade drüber reden, hier das Video von der Heisterburg, die ich natürlich auch schon mal besucht habe. Ja, schaut euch meinen Kanal, lasst euch inspirieren, es gibt viel zu entdecken. Kahlenberger Burgruine ist damit abgehakt. Ich gucke noch mal rein hier in den Corvinius-Keller und sage an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Sprudi.